ist die Frau Abgeordnete Sigrid Maurer am Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen. Ich möchte da gleich direkt einsteigen, Frau Ministerin. Ich bin schon etwas erstaunt. Sie stellen sich hierher und geben zu, dass das, was wir Grüne seit langer Zeit sagen, das, was mein Kollege Harald Walser und Bruno Rossmann seit langer Zeit sagen, nämlich diese strukturelle Lücke, Sie stellen sich daher und sagen, das wird auch nächstes Jahr so sein und es wird keine Lösung dafür geben. Und ich finde das schon gewissermaßen ein bisschen dreist. Ja, erstens, das Budget beschließt schon noch das Parlament. Und zweitens ist es doch ein Ausdruck, ein Eingeständnis völlig resignativer Politik, wenn man sich herstellt und sagt, na, wir probieren, also es wird keine Lösung geben, wir probieren das gleich gar nicht zu lösen. Also das finde ich schon einigermaßen unprofessionell, also kann man doch kein Budget machen, da muss man doch was ändern daran. Also das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Allerdings muss ich sagen, diese resignative Politik stelle ich schon auch fest in anderen Bereichen. Wenn man sich jetzt die Bildungsreform anschaut, also wo das präsentiert worden ist, wir haben ja damit gerechnet, dass es nicht der große Wurf und die Einführung der gemeinsamen Schule sein wird. Das hat sich ja im Vorfeld schon abgezeichnet. Ich muss aber ehrlich sagen, als es dann tatsächlich präsentiert wurde, habe ich mir gedacht, ich habe jetzt irgendwas nicht richtig verstanden oder bin irgendwie auf dem falschen Dampfer, weil so absurd wie diese 15%-Regelung, das habe ich mir nicht vorstellen können, dass sie das tatsächlich ernst meinen. Aber siehe da, sie meinen es ernst. Das ist für mich völlig unverständlich. Das hat mit einer gemeinsamen Schule überhaupt nichts zu tun und kann natürlich auch nie in der Form funktionieren. Entweder es gibt große Regionen, ganze Bundesländer, wo alle Schulen umgestellt werden und gemeinsame Schule sind, oder es gibt es eben nicht. Ja. Das ist ja, also ein Ausdruck kompletter Resignation aus meiner Sicht. Und Harald Walser hat es eh schon öfters gesagt, so werden wir das ganz sicher nicht unterstützen von grüner Seite. Ich möchte, zum Thema resignative Politik, möchte noch was zusätzlich zum Budget sagen, nämlich mal was ganz Grundsätzliches. Frau Ministerin, Sie haben vorher von Gender Budgeting gesprochen. Wir haben ja mit der Bundeshaushaltsreform eine neue Vorgabe, wie das Budget zu gestalten ist, nämlich mit einer Wirkungssteuerung. Und ich möchte an dieser Stelle ganz explizit mich bedanken bei der Wirkungscontrolling-Stelle im BKA, die eine sehr gute Arbeit machen aus meiner Sicht. Allerdings ist die politische Umsetzung dieser Ziele, die formuliert werden im Budget, die lässt extrem zu wünschen übrig. Auch dort haben wir die Situation, dass sie keine Ziele setzen, die sie erreichen wollen, sondern sie schreiben Ziele fest, die entweder sowieso schon erreicht sind oder sie berechnen, das geht sich nicht aus, also setzen wir das Ziel gleich gar nicht, oder sie schreiben eine natürliche Entwicklung fort. Das hat mit politischen Zielen, mit einer ambitionierten Bildungspolitik, die tatsächlich was erreichen will, überhaupt nichts zu tun. Also das ist... Ja, das zieht sich offensichtlich durch. Man hat im Bildungsbereich offensichtlich ein Stück weit aufgegeben. Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen. Auch eine Frage im Ausschuss war, wir haben ja die Lehrerinnenbildung neu. Und es ist so, dass durch die Kooperation zwischen den Universitäten und den pädagogischen Hochschulen ja schon ein deutlicher Mehraufwand auf die Institutionen zukommen wird, weil die Lehrkräfte von der einen Institution an die andere wechseln müssen und so weiter. Das ist aber in diesem Budget wieder überhaupt nicht abgebildet. Es sind nur enthalten bei der Pädagoginnenbildung die Bezugserhöhungen, aber für den Mehraufwand, den die Pädagoginnenbildung neu haben wird, gibt es nichts im Budget, und da schieben dann beide zuständigen Ressorts die Verantwortung auf das jeweils andere ab, und sie sagen uns, das ist nicht hier enthalten, sondern das müssen die Universitäten zahlen aus den Hochschulraumstrukturmitteln. Das ist alles nicht eine solide Budgetierung und eine solide Politik und vor allem keine ambitionierte. Ja, wir werden sehen, Sie haben recht, wir werden dann sehen, was in der weiteren Diskussion der Bildungsreform rauskommen wird. Aber es ist klar, die Debatte muss dringend an Fahrt und dringend an Schwung aufnehmen, sonst wird es nichts mehr. Danke.